Jo Leute, was geht? Vincent Lee hier. Ich zeige euch, wie Ableton funktioniert. Ich werde jetzt nicht die komplizierten Sachen auspacken für euch, sondern wir fangen ganz von vorne ganz einfach an. Dieses Video soll auf jeden Fall für die Leute sein, die jetzt gerade mit Produzieren angefangen haben und sich natürlich für Ableton entschieden haben. Deswegen werde ich das Ganze erstmal auf ein gewisses Minimum beschränken, so wirklich die Basic-Basic-Sachen, damit man schon einfach anfangen kann, etwas zu produzieren. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich mit Ableton Suite arbeite, also mit der High-End-Version. Und es gibt drei Abstufungen. Einmal das Ableton Intro, das Ableton Standard und wie gesagt Ableton Suite, also mit der ich arbeite. Wie ihr sehen könnt, Ableton ist schon offen bei mir. Es sieht auch ganz anders aus wie bei euch wahrscheinlich. Wie das möglich ist, zeige ich euch natürlich. Aber bevor wir loslegen, jetzt hier irgendwas zu produzieren, müssten wir erstmal ein paar Einstellungen vornehmen. Und da müsst ihr erstmal auf die Voreinstellungen gehen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Menüpunkt in Windows nochmal ist, aber bei mir ist der halt hier unter Live. Voreinstellungen und dann müsste eigentlich so ein Fenster sich öffnen. Für die Windows-User unter euch, ihr müsst das mal suchen, ich weiß es leider nicht. Wahrscheinlich habe ich hier als Untertitel das nochmal stehen, wo ihr es findet. Wie gesagt, ihr habt dieses Voreinstellungsfenster und da kommt zuerst das Look and Feel. Look and Feel ist tatsächlich erstmal alles, was mit der Optik zu tun hat von Ableton. Einmal könnt ihr die Sprache des Programms einstellen, also Deutsch, US, Englisch, Espanol, Français, Italiano. Diese Punkte wie hier nicht erneut fragen, Songverlauf folgen, Labels ausblenden und so weiter, die sind nicht wichtig gerade für euch. Ich musste da auch nie etwas einstellen, also von daher kann man das ignorieren. Spur- und Clipfarbe, da habe ich natürlich ein bisschen was eingestellt bei mir. Automatische Spurenfarbe kann man einstellen. Das heißt, wenn ihr eine neue Spur macht, dann kriegt das eine neue Farbe, einfach diese komplette Spur. Aber man kann auch eine festlegen und das seht ihr quasi hier. Kommen wir zum Display anpassen, Farbschema. Und ich habe das Dark Pink Farbschema. Das ist ein Theme, das kann man sich im Internet runterladen und dann in sein Ableton reinladen. Das ist erstmal nicht so wichtig, das ist für ein ganz anderes Video. Das kann ich dann euch zeigen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Normalerweise müsstet ihr dieses Design haben, was ich jetzt nicht so geil finde. Was man noch einstellen kann, ist für die Leute, die vielleicht einen sehr hochauflösenden Screen haben und die Schrift ist ein bisschen zu klein geraten. Da kann man den Zoom einstellen und dann sieht man quasi alles viel besser. Also für die Leute, die es nicht mehr so gut mit dem Sehen haben, die können sich den Zoom dann entsprechend einstellen. Helligkeit-Einstellung kann man hier auch vornehmen. Die Rasterstärke hat was mit der Arrangement View zu tun. Das zeige ich euch später im Video, was damit gemeint ist. Die Audio-Einstellung. Bei Windows ist es normalerweise in der Regel der ASIO-Treiber. Also wenn ihr ein Audio-Interface habt, wählt ihr ja grundsätzlich immer einen ASIO-Treiber. Bei Mac ist es standardmäßig Core Audio, ganz klar. Und dann kann man sagen, okay, was sind meine Eingangsgeräte? Und mit Audio-Eingangsgerät wird eigentlich nur gemeint, was für Inputs möchtest du auswählen? Und hier ist mein Apollo Audio-Interface und das hat zwei Eingänge. Das muss ich erstmal anschließen, das habe ich nämlich doch gar nicht gemacht. Und jetzt müsste das Apollo-Gerät quasi mir vorgeschlagen werden, was ja auch der Fall hier ist. Dann als Ausgangsgerät, ich möchte ja auch mein Audio-Interface auswählen. Das ist auch mein Universal Audio-Interface. Was man hier noch einstellen kann, bei Kanalkonfiguration, die Eingangskonfiguration, da kann man Folgendes machen. Und zwar habe ich hier einmal, weil ich hier zwei separate Eingänge habe, habe ich sie als Mono-Eingänge eingestellt. Also wenn ihr zum Beispiel ein Mic habt, dann ist das immer Mono. Wenn ihr eine Gitarre einspielt, habt ihr das Signal immer Mono. Es sei denn, ihr habt ein Keyboard, was ihr da reinstecken wollt. Das ist natürlich grundsätzlich immer als Stereo-Signal aufzunehmen. Deswegen kann man dann sagen, okay, Stereo-Eingänge 1 und 2 gehören zusammen. Und dann kann man damit sein Keyboard aufnehmen. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen bei dem ganzen Kram. Ausgänge definieren. Ausgänge definieren macht nur Sinn, wenn ihr ein super krasses Setup habt mit einer fetten Soundkarte, wo 10 Millionen Ausgänge sind. Dann macht das komplett Sinn. Aber hier bei mir zum Beispiel und bei euch wahrscheinlich reichen 1 und 2. Also von daher müsst ihr da nichts einstellen. Samplingrate. Wenn ihr nicht gerade was mit Film zu tun habt oder irgendwie Audio-Post-Production im Kino-TV-Bereich, dann reichen auch die 44,1 Kilohertz. Wenn ihr in dem Bereich unterwegs seid, so wie ich jetzt auch, dann 48 Kilohertz. Kommen wir zur Latenzzeit. Wenn ihr eure Puffergröße einstellen wollt und ihr könnt es wirklich auf ein Minimum runterschalten, also sagen wir mal 32 Samples, so wie bei mir. Diese Puffergrößeneinstellung ist für mich zum Beispiel sehr wichtig, weil ich spiele gern meine Sachen noch ein, anstatt wie manch anderer gerne mit Maus die Melodien einklickt. Das kann ich einfach nicht. Deswegen brauche ich eine niedrige Latenzzeit, also eine kleine Puffergröße, um ohne Latenz was einzuspielen. Der Testton ist zu ignorieren, das habe ich nie benutzt, muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zu
Link Tempo MIDI. Ihr habt ja bestimmt einen MIDI-Controller oder ein Drumpad, was ihr anschließen wollt an euren Computer und damit eure Sachen einspielen möchtet. Dann ist dieser Punkt sehr wichtig. Guck mal, ob ich noch mal irgendwo mein Keyboard habe. Wartet mal. So Leute, das hier ist mein Keyboard. Zu Demonstrationszwecken zeige ich euch das mal, wie das funktioniert mit den Einstellungen. Tada, ich klappe es auf, schließe es an, schalte es natürlich bei mir an. Manche Keyboards brauchen das nicht. Und siehe da, hier wird mein Keyboard erkannt. Müsst ihr eigentlich nichts mehr machen, es sei denn, es ist kein Haken gesetzt. Dann drückt ihr bitte hier bei In auf Track. Und hier seht ihr, okay, mein Keyboard interagiert mit Ableton. Den Punkt File und Folder würde ich erstmal ignorieren. Library würde ich auch erstmal ignorieren, das ist gar nicht wichtig. Und der Punkt Plugins ist aber mega, mega wichtig. Vielleicht für die Mac-User nicht so, weil ihr installiert ja eh standardmäßig dahin, wo es Mac dann euch vorschlägt. Aber für die Windows-Leute, ihr werdet wahrscheinlich sagen, oh, ich möchte aber gerne mein Plugin auf eine E-Partition legen oder eine D-Partition auf eine andere Festplatte auslagern. Also für die Windows-Leute, dort, wo ihr eure Plugins hin installiert habt, da müsst ihr auch den Ordner hinverweisen. Also einfach anschalten, Ordner auswählen, öffnen. Und fertig. Ja, jetzt scannt er jetzt auch meine Plugins. Oh Gott. Jetzt hat er auch meine Plugins direkt gescannt an dem Ort. Hier ist quasi die Einstellung, wie ihr Plugins-Fenster darstellen könnt. Das ist jetzt euch überlassen. Ich habe da bei mir alle drei Punkte einfach angelassen. Ja, Record, Warp, Launch ist erstmal zu ignorieren. So, jetzt habe ich die ganze Zeit nur über Voreinstellungen geredet. Kommen wir jetzt ins Eingemachte. Zuallererst, ihr habt ja erstmal diese Ansicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, viele schreckt diese Ansicht ab. Deswegen, die Ansicht, die ihr eigentlich braucht, wenn ihr produziert, ist eigentlich, ihr drückt auf die Tab-Taste, die Arrangement-View-Ansicht. Und ich höre schon die Kommentare sagen, boah, Ableton sieht so scheiße aus. Es sieht aus wie Excel 95. Wahrscheinlich habt ihr recht. Und könnt ihr euch noch in den Voreinstellungen an die Rasterstärke erinnern? Das, was ihr hier seht, diese Striche nach unten, das ist die Rasterstärke. Und das könnt ihr dann einstellen. So, ich mache ein bisschen softer, so, 23%. Und schon hast du nicht so ein Gefängnisdesign. Ich fange erstmal hier oben an. Was für euch wichtig ist, ist quasi einmal das Tempo. Dann habt ihr die Taktung, 4/4-Takt. Dann habt ihr das Metronom. Einmal draufklicken, ist aktiv. Dann gibt es hier so ein Dropdown-Menü. Da könnt ihr quasi einen Vorzähler einstellen. Eine Bar sind 4 Schläge im Vorlauf. Das heißt, es wird erstmal 4 Schläge vorgeschlagen und dann wird recorded. Dann könnt ihr den Klicksound des Metronoms einstellen. Einmal Wood. Ich hasse Wood. Classic. Ich hasse Classic. Aber Klick. Den Rhythmus würde ich erstmal außen vor lassen. Der ist nicht interessant für euch. Da werdet ihr eh noch nicht mitarbeiten. Das ist zu ignorieren. Hier wird eure aktuelle Taktposition angezeigt. Also 16:1:1. Oder wenn ich hier hinspringe, dann auf 10:1:1 und so weiter und so fort. Hier ist der Play-Button, der Stop-Button, der Record-Button. Diese Buttons sind erstmal zu ignorieren, weil wir machen ja erstmal hier Basic-Basic-Kram. Hier auf der linken Seite habt ihr einmal die Sammlungen. Was das macht, werde ich euch mal viel später zeigen. Weil das hat was mit Workflow zu tun und da wollen wir erstmal noch nicht hin. Dann haben wir hier Sounds, die standardmäßig mit Ableton mitkommen. Drums, die auch standardmäßig mit Ableton mitkommen. Also je nachdem, welches Paket ihr euch gönnt, desto mehr Sounds kriegt ihr auch natürlich. Instrumente, dann Audioeffekte, MIDI-Effekte. Max for Life hat man, wenn man nur die Suite hat. Dann die Plugins, die gescannt worden sind von eurer Festplatte, wo ihr jedenfalls hingezeigt habt. Ne? Clips, Samples, Grooves. Ihr merkt schon, Sounds und Effekte findet ihr alles in dieser Ecke. Ihr könnt euch auch eigene Ordner hinzufügen. Also geht auf Ordner hinzufügen. Und ihr sagt zum Beispiel, ich möchte Project Laser Boy mir hinzufügen. Habe ich jetzt mal ganz spontan entschieden. Und dann habe ich quasi den ganzen Inhalt hier drin und kann mir den quasi hier reinziehen. Also mega praktisch, wenn ihr sagt, ey, ich möchte jetzt meine Sample Packs, die ich runtergeladen habe, jetzt im Schnellzugriff haben. Und jetzt kommen wir zum Eingemachten, nämlich das, was Ableton so cool macht, dieser schnelle Workflow und dieser intuitive Workflow. Wir haben einmal eine MIDI-Spur und wir haben eine Audiospur. Bei MIDI-Spur ladet ihr eure VST-Instrumente, euer Sampler oder was auch zum Beispiel bei Ableton mitkommt, einfach rein. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt keine VST-Plugins, aber ihr habt Unmengen von Samples. Und damit können wir auch Musik machen, was ja eigentlich mega cool ist. Und ich bin persönlich ein Riesenfan davon und ich zeige euch das jetzt einfach mal, indem ich einfach mal mir ein Sample picke. Wir haben die MIDI-Spur und hier steht unten, ziehen Sie Instrumente oder Samples hier rein. Mega praktisch. Also ich ziehe einfach das Sample hier rein. Zack.
direkt habe ich ein Instrument, was ich einspielen kann. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass ihr kein Keyboard habt. Wir markieren hier einen Bereich auf der Timeline, quasi so, machen einen Rechtsmausklick und sagen leeres MIDI-Clip erzeugen. Und schon seht ihr hier unten eine Piano Roll. Piano Roll ist quasi das Fenster, wo ihr eure Melodien einzeichnen, einklicken könnt mit der Maus. Ganz wichtig, wenn ihr das macht, sonst hört ihr nichts. Hier auf den Kopfhörer klicken, dann hört ihr auch quasi, was ihr da einklickt. Also gehe ich hier hin. Und das Coole ist, ihr könnt mit den Pfeiltasten, zum Beispiel, wenn ihr ein MIDI-Event ausgewählt habt, hoch, links, rechts hin navigieren, wo ihr hin möchtet. Jetzt will ich diese Events quasi duplizieren. Und was man macht, ist dann quasi duplizieren. Zack. Ihr seht, dass ich den Clip zu lang gemacht habe, deswegen kürze ich den jetzt einfach. Einfach mit der Backspace-Taste wieder löschen. Jetzt kann ich auch dieselbe Duplizieren-Funktion auch im Arrangement-View anwenden. Also, ne, Steuerung D. Und jetzt kommt der coolste und einfachste Part bei Ableton. Also ihr doppelklickt auf eure Trackspur. Und ihr seht ja, hier ist euer Instrument. Und ihr wollt aber einen Effekt drauf haben. So einen Hall-Effekt zum Beispiel. Dann geht ihr hin zu Audio-Effekten. Dann könnt ihr entweder den Reverb hier reinziehen, was ja okay ist, aber zu viel Zeit kostet. Und sobald ihr den Reverb doppelklickt, hängt er sich sofort hinter das Instrument dran. Ich könnte noch einen Reverb dranhängen. Doppelklick. Hängt er sich noch einen Reverb dran. Noch ein Reverb. Und so weiter und so fort. Und das ist die Power von dem Workflow von Ableton. Ihr müsst nicht irgendwie versuchen, Slots zu checken, sondern ihr macht einfach. Ihr zieht das einfach rein. Ihr könnt noch einen Resonator hier dazwischen ziehen. Oder ihr sagt, ich möchte so einen Korpus-Effekt hier davor haben oder so. Ihr macht es einfach. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, was ich jetzt für eine Effektkette gebaut habe. Wir hören jetzt einfach mal rein. Cool. Machen wir die Resonators weg. Und es klingt jetzt schon einfach geil. Und jetzt haben wir noch die Audiospur und ich ziehe einfach mal eine Audio hier rein. Zack. Ich habe die Vocals jetzt reingezogen. Das Coole an Ableton ist, es erkennt das Tempo und passt es auf euren Track an. Und das ist mega geil. Ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen dazu. Es macht es einfach. One more time. Natürlich klingt das jetzt nicht in Tune, das müsst ihr immer noch selber regeln, aber es ist super einfach. Ihr doppelklickt auf den Clip, den ihr gerade reingezogen habt und schon kriegt ihr die Einstellung von dem Clip und hier seht ihr nochmal das Ganze in groß. Und was wir machen, um den Clip auf die richtige Tonhöhe zu bringen, ist quasi mit diesem Pitch-Regler. Also ich gehe um 1 hoch und jetzt müsste es eigentlich passen, weil laut der Beschreibung ist es ein B minor und ich habe ein C minor eingespielt. One more time. Stay here. Boom. Klingt jetzt schon geil. Ihr müsst auch nicht immer extra eine neue Spur machen oder sowas, sondern ihr zieht einfach euer Sample zum Beispiel rein. Zack. One more time. Stay here. So, ich mache mir jetzt nochmal eine Instrumentenspur, indem ich nochmal rechte Maustaste. MIDI-Spur erzeugen. So, den Bass ziehe ich mir auch mal rein. One more time. So, jetzt möchte ich das noch umbenennen. Rechte Maustaste umbenennen. Bass. Jetzt fehlt mir noch ein bisschen die Atmosphäre bei dem Bass. Ich glaube, da brauche ich noch mal einen Reverb. Und das Coole ist, merkt euch dieses Tastenkürzel. Command F oder ich glaube Steuerung F in Windows. Und dann kommt ihr nämlich hier oben in ein Suchfeld rein. Und da sucht Ableton für euch den gesamten Bereich ab. Nach Effekten, Sounds, Synthesizern, die ihr abgelegt habt. Und ich brauche einfach nur den Reverb. Und schon wird er mir ausgespuckt an erster Stelle. Ich doppelklicke den und der wird mir hier in die entsprechende Spur angehangen. One more time. Stay here. One more time. Jetzt finde ich die Stimmen noch ein bisschen zu trocken. Die brauchen auch für meinen Geschmack ein bisschen Reverb. Ich markiere den Reverb zum Beispiel hier im Bass, sage Steuerung oder Command C und gehe dann auf die Spur, wo die Stimme ist. Klicke hier rein, ziehen Sie die Audioeffekte hier rein und sage Command V oder Steuerung V und schon ist der Effekt hier auf den Vocals. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht
zu viele Informationen über Ableton gegeben, dass ihr jetzt sagt, oh shit, wo fange ich denn jetzt an? Sondern für mich war es wichtig, dass ihr erstmal kleine Häppchen bekommt, dass ihr auch ein kleines Erfolgserlebnis habt, wenn ihr anfangt jetzt zu produzieren und dass das hier auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Aber könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Tutorial jetzt fandet und schreibt auch gerne rein, was ihr gerne noch mehr sehen möchtet innerhalb Abletons, falls euch das interessiert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.